Das ist die Gelegenheit, dass ich auch unseren ersten Gast vorstellen darf, Professor Dr. Helmut Gebelein. Wir kennen ihn indirekt schon sehr lange, weil sein Buch, Sie sehen, es ist von mir viel verwendet worden, gute Bücher zerfördert man irgendwann. Dieses Buch hat unsere erste Ausbildung 1993 ganz stark maßgeblich beeinflusst. Sein Buch haben wir alle gelesen. Es ist ein Meisterwerk der Einführung in die philosophischen, geschichtlichen Hintergründe der Alchemie. Es gibt in meinen Augen auf dem Markt in dem Sinne nichts Besseres. Leider ist es vergriffen. Es wird Zeit, dass sich ein Verlag aufmacht und mal eine Neuauflage macht. Ja, meine Damen und Herren, ich danke erstmal Herrn Rippe und für die Einladung und die einführenden Worte. Naja, jetzt hoffe ich, dass ich dem auch entsprechen kann. Ich will heute über Metall und Alchemie sagen. Das Bild kommt hoffentlich gleich. Und möchte da doch vorherschicken, ich bin kein Alchemist. Ich bin Chemiker, der sich für Alchemie interessiert. Und das wird sich auch in diesem Vortrag, wird eine Rolle spielen. In Zedlers Universallexikon aus dem 18. Jahrhundert, ich glaube hier ist irgendwo ein bisschen Nachhall, und wohl nur dort ist zu lesen, das Wort Alchemie stamme vom arabischen Al-Khama, das durch das Feuer erforscht bedeute. Das macht Sinn, und so steht bei Paracelsus, das erste Bild bitte, Sie kennen das alle natürlich, das Feuer erforscht alles. Das Feuer steht am Beginn der Menschwerdung. Durch das Feuer erst kann der Mensch in der Natur bestehen. Mit dem Feuer verändert er die Stoffe, die ihm die Natur gibt. Er betreibt Chemie oder Alchemie. Die theoretischen Grundlagen der Alchemie werden allerdings erst um Christi Geburt gelegt. Die moderne Chemie gibt es erst seit gut 200 Jahren. Das, was wir heute unter Chemie kennen, ist gut 200 Jahre alt. Durch das Feuer gegarte Nahrung ermöglicht die Vergrößerung des Gehirns, das ca. 20% der Energie, die im Körper zur Verfügung steht, benötigt. Ohne die Vorverdauung durch das Feuer wäre dies nicht möglich. Auch für Paracelsus ist das durch das Feuer veränderte Naturprodukt eine Verbesserung. Unseren Weizen nennt er das Brot. Mit dem Wort unseren meint er, verbessert durch die Arbeit des Alchemisten. Für ihn ist also auch der Bäcker ein Alchemist. An dieser Stelle will ich zwei Anmerkungen gerade zu Paracelsus doch machen. Sein genaues Geburtsdatum ist, im Gegensatz zu dem, was Sie häufig finden, nicht bekannt. Wir wissen nur, dass er am 24. September 1541 vor seinem 47. Geburtstag gestorben ist. Er muss also zwischen September 93 und Februar 94 geboren worden sein. Genauere Daten, die zu finden sind, haben keinerlei Basis. Da Paracelsus der Luther der Medizin genannt wurde, gab Leonhard Thurneiser im Ende des 16. Jahrhunderts ihm auch dessen Geburtstag, den 10. November 1483. Da fiel ihm aber natürlich auf, dass das nicht stimmen kann. Ja, es geht um 10 Jahre, sind daneben, liegt um 10 Jahre daneben. Und so hat er einfach den 10. November als Geburtstag übernommen. 1493. Und dieser 10. November geistert seitdem durch die Literatur. Auch in neueren Aufsätzen im Internet finden Sie den 10. November als Geburtstag. Es gibt keinerlei Beleg dafür. Das nächste Dia, bitte. Ich weiß nicht, wie bekannt es ist, dass es neben den drei großen Ärzten Hippokrates, Avicenna und Galen auch einen Celsus gab. Celsus war ein römischer Enzyklopädist.
und er hat ein Buch geschrieben, De Medicina. Dieses Buch ist zwischen 1426 und 1876 in 60 Auflagen gedruckt. Es ist eines der meistgedruckten Bücher zur Medizin überhaupt.